Herzlich willkommen, Leute, zu Leuten wieder auf diesem Kanal. Es gibt ein neues Video und ihr habt den Titel und im Thumbnail schon gesehen. Wir drehen heute ein Video. 5 Tricks, die man in 5 Minuten lernt. Als jeder Anfänger oder auch Fortgeschrittener, wer auch immer, jeder lernt diese Tricks eigentlich in 5 Minuten. Ist es total einfach. Wenn ihr jetzt heute angefangen habt mit Rollerfahren, dann wird das mit 5 Minuten ein bisschen schwer. Aber wenn ihr schon ein ganz kleines bisschen Erfahrung habt, dann sollte das alles kein Problem sein. Ich wünsche mir auf jeden Fall in den Kommentaren eine kleine Diskussion. Bedeutet, schreibt mal rein, ob ihr sagt, nee, das dauert länger oder das dauert sogar noch kürzer. Probiert die Tricks vor allem zu Hause selber nach und schreibt mir dann irgendwie Feedback in die Kommentare, denn nur dadurch kann ich auch lernen und wachsen daran. Aber ich habe 5 Tricks mir gebrainstormt zu Hause und auf die bin ich jetzt sehr gespannt, denn die möchte ich euch vorstellen. Und ich würde sagen, es geht sofort los. Natürlich, Leute, checkt meinen Sponsor ab, Scooters United. Der Gutscheincode Henry10 ist jetzt nicht mehr gültig, Leute. Also an alle unter euch, die den Gutscheincode leider nicht mehr wahrnehmen konnten, es tut mir wirklich leid, aber ihr hattet 10 Tage nun mal Zeit. Aber wenn ihr Bock habt auf noch eine Aktion und vielleicht sogar 15%, schreibt es jetzt in die Kommentare und spammt Scooters United zu. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir uns los. Wir haben hier eine ganze riesige Tiefgarage nur für uns. Bedeutet auch viel Platz. Und den Platz solltet ihr zu Hause natürlich auch noch haben. Deshalb würde ich sagen, legen wir sofort los. Ich hoffe, ihr habt das Video von gestern gesehen. Die Banger Session, es hat unglaublich Bock gemacht. Und auch das Video von davor, glaube ich, wo wir, oder das von davor und davor, wo wir die Speedholes in mein Deck reingemacht haben. Sehr, sehr cool. Ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht weiter. Checkt mein Instagram ab, ist gut for sure. Und dann geht's jetzt los mit 5 Tricks in 5 Minuten. So, und der erste Trick ist ein 360 Tap. Viele von euch kennen diesen Trick, habe aber den vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist ein Trick, der euch super, ja, krass aussehen lässt in einem Skatepark, wobei der eigentlich total einfach ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ein 360-Tap sieht wie folgt aus. Aha. Gut, Leute, ich habe den 360-Tap gesehen. Es ist ziemlich, ziemlich einfach und sieht aber irgendwie voll schwer aus. Aber es ist wirklich versprochen ein sehr, sehr einfacher Trick. Ihr müsst also einfach einen 360 machen. Und Leute, damit ihr Bescheid wisst, ich mache den 360 beim 360-Tap falsch herum. Mache quasi einen Opposite 360. Ist aber gar nicht schlecht, weil wenn man beide Seiten lernt, werdet ihr später mir danken. Denn ihr könnt dann später beide Seiten ziemlich gleich gut. Ihr habt aber selber die Wahl, wie rum ihr den 360 dreht. Bedeutet, wir fangen mal an mit Schritt 1. Schritt 1 ist, dass ihr erstmal hochspringt und dann hier auf dem Fuß landet. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Schritt 2 ist, sobald ihr gelandet seid, dreht euch um eure eigene Achse. Bedeutet genau so, so und dann wieder nur weiter. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, das ist ziemlich einfach. Und Henry, hä? Als ob das so einfach ist. Und doch ist es so einfach. Jetzt passt mal auf, wenn ihr das mit Schnelldurchlauf macht, wie das schon aussieht. Bedeutet, bei der Fahrt sieht das dann so aus. Und schon habt ihr den 360 geschafft, wobei ihr mit dem einen Fuß auf dem Boden wart. Und wenn ihr das immer weiter schneller übt, dann seid ihr irgendwann nur noch ganz kurz auf dem Boden, bis es so aussieht. Aha, ihr habt gesehen, ziemlich, ziemlich einfach. Der 360-Tap ist total einfach. Ich zeige euch den nochmal von verschiedenen Winkeln. Aber denkt dran, Tirat hat Online-Kurse mit sämtlichen Tricks hochgeladen, wo ihr genau solche Tricks von A bis Z ganz, ganz klar erläutert, erklärt bekommt. Deshalb checkt auf jeden Fall den Kirat-shop.de aus. Ansonsten machen wir weiter mit den verschiedenen Perspektiven. Gut, 360-Tap müsstet ihr jetzt alle verstanden haben. Es ist ein total einfacher Trick. Fangt, wie gesagt, am Anfang an und übt euch immer weiter fort. Und am Ende kann man den auch noch mit Rampen kombinieren. So, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Trick. Und der nächste Trick ist auch ein sehr einfacher Trick. Sieht sehr, sehr cool aus. Und den lernt auch jeder in 5 Minuten. Und zwar mit einer ganz einfachen Strategie. Ich würde sagen, ich mache ihn euch einfach mal vor. Und mal sehen, was ihr dann dazu sagt. Aha, ihr habt gesehen, ganz entspannt einen X-Ride. Den benutze ich selber auch, den Trick, sehr, sehr gerne, aus dem Flyout oder sonst irgendwo raus. Bedeutet einfach nur hochspringen, den Lenker um 180 Grad drehen, so landen und dann quasi falsch rum mit einem X-Ride weiterfahren. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Es ist ziemlich einfach, sieht aber ziemlich cool aus, wie ich finde. Wie es funktioniert, seht ihr jetzt. Schritt 1 ist, empfehle ich jedem, anfangen, einen X-Ride erstmal sich so hinzustellen, also so zu positionieren und dann erstmal so zu fahren. Ihr werdet ziemlich schnell merken, das ist echt einfach. Und selbst jemand, der kaum Scooter-Kontrolle hat, kann das eigentlich ziemlich lange. Sobald ihr das dann so ein bisschen, ja, euch daran gewöhnt habt, wie das funktioniert und wie man X-Ride fährt, können wir auch schon zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar, wie man mit dem X-Ride aus dem Flat überhaupt reinkommt. Und zwar funktioniert das so. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt. Entweder springt ihr sofort in den X-Ride rein oder ihr dreht den Lenker so schnell wie es geht rum. Da aber Vorsicht, setzt euch den Helm auf, denn das kann auch gefährlich werden. Fangen wir mit Methode 1 an und springen in den X-Ride sofort rein. Und das funktioniert genauso. Hochspringen, halb überaspen und weiterfahren. Ihr habt gesehen, man muss nicht hochspringen, das ist das Coole dabei. Ihr habt nicht einen dicken Einschlag, weil ihr könnt euch vorstellen, Hände falsch rum und dann dolle landen, ist nicht angenehm. Es reicht aber, wenn ihr einen kleinen Hop macht. Also einfach nur so. Und jetzt kommen wir zur Methode 2. Einfach im Flat quasi den Barspin drehen. Vielleicht könnt ihr das Vorder ein bisschen anheben. Mehr müsst ihr aber gar nicht machen. Würdet einfach so. Aber ich sage euch, wie es ist.
Das Hochspringen und Reinspringen in den X-Ride sieht cool aus und ist auch noch einfacher. Denn ihr müsst beim X-Ride, wenn ihr einfach den Lenker dreht, so schnell drehen, dass ihr nicht den Roller irgendwie hinschmeißt, Kontrolle verliert und euch wehtut. Und deshalb empfehle ich euch, Hochspringen, X-Ride und weiterfahren. Wenn ihr dann X-Ride fahrt, wollt ihr auch noch aus dem X-Ride rauskommen und das ist genauso einfach. Ihr könnt aber hier wirklich tatsächlich den Lenker einfach entweder drehen, ihr habt gesehen, ziemlich einfach, oder ihr springt wieder mit einem Hop hoch. Ist aber ein bisschen schwerer, weil ihr natürlich im X-Ride seid. Bedeutet, X-Ride und normal. Es ist beides sehr einfach, sieht sehr, sehr cool aus und ich zeige euch das mal in ein bisschen schneller. Aha, ich würde sagen, ihr habt gesehen, super einfach. Den Trick habe ich selber damals in 5 Minuten gelernt, deshalb weiß ich, dass es so schnell geht. Ziemlich cooler Trick, wir kommen zum nächsten. Trick Nummer 3 und das ist ein 360 Cap. Wir hatten vorhin ein 360 Tap, jetzt der 360 Tap. Nee, wir hatten vorhin ein 360 Tap, jetzt der Cap. So, also ganz einfach auch der Trick, ist aber ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. Also es kann da schon mal sein, dass ihr ein bisschen länger braucht. Ich habe damals 5 Minuten gebraucht, weil es, wenn man ein 360 im Flat schon kann oder aus einer Rampe ihn kann, ist ein Flat ziemlich einfach. Ich mache euch den Trick einfach erstmal vor. Bedeutet, ihr habt schon gesehen, es ist ein bisschen anspruchsvoller, aber ihr könnt bei dem Trick echt gut mogeln. Also, ihr macht als allererstes einen Fake, ihr braucht dafür auch gar keinen 180 vorher machen, ihr fahrt einfach rückwärts. Wenn ihr dann rückwärts fahrt, probiert einfach statt einem Half Cap ein bisschen weiter zu drehen. Man muss nicht mal eine ganze halbe Drehung noch dranhängen. Es reicht eigentlich nur noch ein Viertel, dann habt ihr das 360 Cap eigentlich schon drin. Leute, wenn ihr jetzt den Cap macht, einfach nur so. Ihr habt gesehen, ich war nicht mal ganz rum, kann trotzdem Fake weiterfahren. Sieht cool aus und ist ziemlich einfach. Und eigentlich jeder, der einen Half Cap da draußen kann, kann auch noch ein bisschen weiter drehen. Und deshalb ist der Trick so einfach für mich. Das war der 360 Cap. Denkt dran, Leute, im kiran-shop.de hat Kiran Online-Kurse rausgehauen, wo ihr digitale Videos zum Runterladen euch holen könnt und dann zu Hause sämtliche Tricks lernen könnt, aber die sind noch viel besser erklärt als hier jetzt in so einem kurzen YouTube-Video. Checkt auf jeden Fall ab, ist unten in der Videobeschreibung. Kiran, Props an dich, der Kurs ist echt cool. Denn ich habe mir den professionellen Kurs auch geholt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Mit meinem kleinen Cousin habe ich den Gesamtkurs geholt, damit er jetzt schnell auch mal bald Profi wird. So, kommen wir zum nächsten Trick. Der nächste Trick ist ein Fast Plant Tail Whip. Und das Coole ist jetzt, ihr müsst nicht mal einen Tail Whip können, um den Fast Plant Tail Whip zu lernen, weil er viel, viel einfacher ist. Ich zeige ihn euch einfach mal und dann Schritt für Schritt, wie ihr lernen könnt. Fahren, abspringen, Tail Whip. Und ihr habt schon gesehen, das ist das gleiche Spiel wie beim 360 Tap, denn ihr könnt hier gut mogeln. Wir fangen jetzt einfach mal sofort an. Bedeutet, ihr springt hoch oder setzt erstmal auf, dreht dann den Tail Whip schon und müsst nur noch landen. Bedeutet, in Slow-Mo oder ganz langsam, der erste Versuch sieht so aus. Und dann, wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, sieht das so aus. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gesehen, wie man einen Tail Whip generell lernt. Findet ihr natürlich oder seht ihr auch im Kurs von Kiran, im kiran-shop.de. Aber ansonsten ist es ziemlich einfach. Ihr setzt den Fuß auf, dreht dann den Tail Whip, so viel ihr natürlich auch drehen wollt. Ihr könnt natürlich auch einen Fast Plant Triple Tail Whip machen, wenn ihr das können wollt. Aber ansonsten ist es einfach nur aufsetzen, Whip drehen und landen. Und wenn ihr das immer schneller und immer schneller übt, sieht das immer so aus. Also, sehr, sehr einfach der Trick, aber sehr, sehr cool, sieht sehr, sehr stylisch aus. Den kann man in Rampen gut kombinieren, bedeutet in der Quarter, aus dem Flyout genauso, mit anderen Tricks, mit Fast Plant Basement zum Beispiel, Fast Plant 180s, überall eigentlich. Und ich zeige euch mal ganz kurz ein paar Tricks, mit denen man den Fast Plant kombinieren kann. So, ihr habt es gesehen, ein paar Tricks. Kann man alle mit Tabs sehr, sehr gut lernen. Ich sage, wie es ist. Diese Flat Session macht mich schon richtig zu schaffen, Alter. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Trick. So, der nächste Trick ist ganz entspannt. Ein Manual, wer hätte es gedacht, aber es ist tatsächlich ein Trick, den man in 5 Minuten lernen kann, wenn ihr 5 Minuten richtig, richtig Gas gebt. Und zwar, passt auf, gibt es mehrere Arten von Manuals. Ihr könnt ein Manual mit Bremse machen, ihr könnt ein Manual ohne Bremse machen. Aber ich empfehle jedem, der den schnell lernen will und halt stylisch machen will, mit mehr Kontrolle, ihn mit Bremse zu lernen. Denn ihr könnt ihn nachher auch noch ohne Bremse lernen. Wichtig ist beim Manual, dass ihr einfach nur einen Fuß zur Sicherheit auf der Hinterbremse habt und einen Fuß vorne auf dem Deck. Egal, ob ihr es regular oder goofy fahrt. So ist es natürlich am einfachsten und sichersten. Wenn ihr jetzt einen Manual machen wollt, nehmt euch am besten so wie hier bei uns hier im Parkhaus, eine Linie von hier. Kommt mal ganz kurz mit. Bis hier hinten, damit ihr ein Ziel habt. Denn wichtig ist beim Manual, wenn ihr lernen wollt, macht ihr nicht auf eine freie Fläche irgendwie irgendwo, sondern nehmt euch immer von einer Linie zur nächsten Linie irgendein Ziel vor, denn so ist ein Manual viel, viel einfacher zu lernen. Wir machen das jetzt anhand dieser Linie und der Linie. Und ich zeige euch mal, wie einfach es ist, einen Manual dann zu kontrollieren mit der Bremse. So, wir fahren einfach mal los und
Aha. Manual ziemlich einfach. Ihr habt das Schleifen vielleicht gehört. Ich habe das Ganze mit meiner Bremse oder mit meinem Fuß auf der Bremse kontrolliert. Ihr könnt also sehr, sehr schnell sein. Bevor ihr hinten rüberfällt, auf die Bremse drücken. Und dann, hat man schon gesehen, hält man so die Kontrolle. Wichtig, Leute, ist, dass ihr alle Manuals lernt. Alle, die Scooter fahren lernen wollen oder dabei sind und keine Manuals können, lernt Manuals. Das hat nicht den Grund, damit ihr in einem Park Manuals könnt, sondern es hat den Grund, damit ihr einfach ja, die Kontrolle über euren Roller so gut wie es geht erlernen könnt. Denn Leute fragen mich immer, hey Henry, wieso hast du denn so gute Scooter-Kontrolle, wenn ich über Rampen springe oder sonst was? Und ich habe stattdessen, wie andere damals, ziemlich früh angefangen, ja nicht irgendwelche Bri-Flips zu lernen. Im Bri-Flip konnte ich das erste Mal nach, glaube ich, fast 2 Jahren Roller fahren, sondern ich habe angefangen mit Manuals, ganz normal Rampen springen und vor allem Hang Fives. Ich konnte einen Hang Five schon ziemlich lange, bestimmt 200 Meter, bevor ich den ersten Bri-Flip konnte. Bedeutet, ich kann Hang Five auch ziemlich gut und durch den Hang Five lernt man einfach immer mehr Kontrolle. Hier geht es natürlich nur um den Manual, aber wie gesagt, Bremse benutzen, hier gibt es nicht viel zu erklären. Von Linie zu Linie probiert immer ihn weiter zu lernen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 2 Linien. Wir könnten zum Beispiel, wenn man kompletter Anfänger ist und keine Manuals kann, von der Linie zu der Linie, das sind jetzt etwa 2 Meter, und so den Manual lernen. Bedeutet einfach so, Manual und geschafft. Nächstes Mal nehmt euch ein Ziel, was vielleicht doppelt so lang ist, und dann habt ihr 5 Minuten Vollgas und ihr merkt nach 5 Minuten, hey, ich habe viel bessere Kontrolle über meinen Roller. So Leute, und das waren 5 Scooter-Tricks, die ich euch aussehen lassen wie ein Profi oder die ihr in 5 Minuten halt lernt. Sehr, sehr coole Tricks, sehr, sehr einfache Tricks, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Checkt natürlich meinen Sponsor Scooters United aus, erst Link in der Videobeschreibung. Oder für ganz genaue Tutorials, wie ihr Tailwhips lernt, Bri-Flips lernt, No-Hands lernt, V6s lernt, checkt die Online-Kurse von Kieran ab, die sind echt krass. Ganz oben auch in der Videobeschreibung, und dann sehen wir uns morgen. Haut rein Leute, Peace!